Yo, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Devil May Cry. Und wir befinden uns hier gerade in irgendeinem Gebäude auf der Flucht, mehr oder weniger vor diesem Dämonenjäger. Ja. Groß, was gibt's noch nicht zu sagen? Zweite Folge, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir gehen direkt hier mal weiter. Verschwinde! Ah, okay, ich dachte, das Gegner. Oh! Shit, Mann, der hat mich getroffen. Wichser. Junge! Spastiker! Sehr geil. Yippie. Er sieht schon irgendwie ein bisschen mies aus, sag man's mal so. So, haben wir eine Kupfertür? Ja, sehr nice. Die gönnen wir uns doch direkt mal. Sieht geil aus. Kupferprügel in der Luft töte alle Gegner innerhalb der Zeit. Gegner nehmen nur in der Luft Schaden. Was? What the fuck? What the fuck? What the fuck is going on hier? 5 Tötungen? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, einen haben wir schon mal erledigt. Da kann ich cheaten? Nee, schade. Nein. Na gut, das dürfte aber schaffen. Das ist kein Problem. So, dann mal beide. Und beide zernommen. Ich auch noch. Kollege. Ja, war ja auch nur eine Kupfertür, ne? Kann ja nicht großartig schwer sein. Und als Belohnung gibt es ein Gesundheitsbruchstück. Gesundheitskreuzbruchstück. So, sammle 4 Gesundheitsbruchstücke, um ein Gesundheitskreuz zu erhalten. Sehr nützliche Dinger, kann ich euch soweit sagen. Gut. Was ich euch auch soweit sagen kann, ist, dass die Folge, denke ich mal, nicht so lang wird wie die erste Folge. Das war nur so ein bisschen, ja, weil es halt die erste Folge ist, ne? Macht man halt irgendwie so. Was ist das hier für ein Haus, frage ich mich. Die hier wird dann so 15 Minuten, versuche ich zumindest einzuhalten, dass die 15 Minuten geht. So. Ich hab mich zu Tode erschrocken, oh Gott. Was gibt's denn hier? Außer haufenweise Krabbelfiecher. Was ist das? Kann ich nichts mit anfangen. Aber da haben wir doch noch was. Aber nach den Dingern müssen wir uns echt gut umgucken. Die sind einfach nützlich. Falls ihr eine seht, bitte einfach schreien. Dann merke ich das schon. Ein Ausgang, klasse. Wie es dick drüber steht, alter Exit. Stopp, okay. Nicht klasse. Ja, was auch immer. Alter, wie alles in den Arsch geht und er ganz chillig bleibt, Mann, ey. Ich liebe es, ganz ehrlich. Es ist so geil. Oh, Junge, wuhu. Ja, Mann, der war easy, locker, lockig. Richtig schön. Oh, ordentlich metzeln. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhig bin. Ein bisschen muss man sich schon konzentrieren. Wow, das ging gut jetzt. Das ging schnell.
So, Exit. Warum nicht? Er ist kugelsicher. Da vorne ist ein Spalt. So, da geht das Gerenne los. Guck nur kurz, ob hier nicht vielleicht irgendwas ist. Schlüssel oder so. So, da kann man doch eine Verbesserung abstauben. Erhöhter Schaden generell beim Schießen. Ich glaube, das ist sogar ganz geil. Bei dieser Querschläger halten und loslassen, verleiht eine Kugel dämonische Macht. Die Schüsse fliegen zwischen Gegnern hin und her. Mit längerer Ladung erhöht sich die Anzahl der möglichen Querschläge. Regensturm. Oh, ja. Das ist immer nice. Und umgedrehter Regensturm. Auch nice. Aber ich werde mir erst in den Querschläger gönnen. Passt schon. Muss nämlich auch sein. So, dann gehen wir mal. Den würde ich direkt gerne mal testen. Da gibt es doch bestimmt irgendwo noch was zu holen. Das ist so ein großes Gebiet gerade. Beispielsweise die ganzen Lampen kann man zerstören, aber dafür ist es keine Zeit. Bumm. Ja, so viel bringt jetzt auch nicht. Er geht mir tierisch auf den Sack, Alter. Tante also auch. Kämpfen wir. Ja, Mann. Jäger. Ja, her damit, Mann. Bullshit. Genau wie ich. Ja, ich höre dich. Ja, doch, der hält schon ein bisschen was aus. Immer reinholzen, solange er nicht nah an uns dran ist. Was macht er jetzt? Oh wow, Respekt, Junge, Respekt. Komm zurück hier runter. Hat sie das gesagt? Ich hab nichts verstanden gerade. Oh, jetzt fühlst du was, nicht wahr? Okay, einfach die Hacker-Kombo draufballern. Das passt schon. Ja, du Mistgeburt. Gebe ich dir mal noch ein. Ah, daneben. So in your face. Alter, was wird's denn? Okay, da macht er sich wieder ab. Kein Ding. Wie sein Kopf wackelt, Alter. Generell, wie das ihm gibt, ist ihm nicht so wirklich jung. Ne? Okay, ich glaube, jetzt juckt sie ihn ganz schön. Oh. Ich hätte ja nicht springen müssen. So, das probieren wir gleich nochmal. Tja. Kannst halt da nicht so viel, ne? Bisschen schade. Oh. Okay, sollte mein Maul nicht zu weit aufreißen. Dirty. Aua. Okay, jetzt wirst du ein bisschen dicker. Oh, immer drauf.
Okay, viel hat er nicht mehr. Ich gehe mal lieber ein bisschen auf Abstand, der ist mir ein bisschen zu nah immer. Ich hab gesagt, runter. Ja, runter, bin ich auch dafür. So, das war's für dich, Digga. Tut mir echt leid. Du warst ein toller Freund. Aber irgendwann ist Schluss. So. So muss das, Kollege. Aus und vorbei. Sohn des Sparda. Was für ein Sohn? Du bist entdeckt. Zeit zu sterben, wie deine Hurenmutter. Hurenmutter? Ich kenne meine Mutter zwar nicht, aber Hurensohn haben mich schon einige Leute gesagt. Ja. Ich meine ja, ne? Der Humor ist lasse. Meine Mutter. Ich kann mich kaum an sie erinnern. Geht's dir gut, Dante? Woher kennst du meinen Namen? Mein Chef kennt dich. Er will dich treffen. Bitte. Ich hab dir doch geholfen. Ich hab dich nicht um Hilfe gebeten. Wir wissen alles über dich, Dante. Ich gehöre zum Orden. Hast du schon mal von uns gehört? War da nicht etwas mit einem maskierten Kerl im Internet? Das ist mein Chef. Wunderbar, kann es kaum erwarten. Wir erhalten gerade Berichte über einen terroristischen Anschlag, der ab hier im Westen der Stadt stattgefunden hat. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, achtsam zu sein, da weitere Anschläge jederzeit, überall und, wenn sie es am wenigsten erwarten, stattfinden könnten. Jetzt haben wir deine vierte, Sohn des Sparda. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Grinst mal nicht so hässlich, mein Freund. Wirst schon sehen. Mission abgeschlossen. Rang S, was die Punktzahl angeht. Rang A, was die Zeit angeht. Fortschritt nur 50%, okay. Trotzdem Rang B. Gesamtrang A. Ja, das finde ich ganz okay auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal zur nächsten Mission direkt über. Die bittere Wahrheit. Was kann man hier eigentlich machen? Aussehen, Vorteile? Hier leider noch nichts. Schade. Okay, ja, da wird einfach noch nichts gehen. Gucken wir später nochmal wieder. Willkommen beim Orden. Ich hatte etwas anderes erwartet. So soll es sein. Diese Dämonen sind unter uns, Dante. Sie versklaven die Menschheit. Die Welt schläft. Indoktriniert und hilflos. Wir kämpfen dagegen an. Wir sind eine kleine Gruppe Rebellen. Wir verteidigen die Welt gegen die Dämonen. Verteidigen? Ihr habt keine Chance. Wir überlassen nichts dem Zufall. Wir haben massig Informationen über die Dämonen und ihre Helfer gesammelt. Politiker, Banker, Popstars. Wir können sie treffen, wo es weh tut.
unmöglich. Dante, du bist es wirklich. Du erinnerst dich nicht an mich. Nein. Was weißt du noch von deiner Kindheit? Ah, sehr wenig. Hatte eine Hirnhautentzündung, als ich 7 war. Die hat meine Erinnerungen ausgelöscht. Warum? Mir sagten sie, ich hätte Gedächtnisschwund wegen eines Autounfalls. Alter, 7. Ja, na und? Hirnhautentzündung kriegen nur Menschen. Du bist kein Mensch, Dante. Im Krieg versucht man, den Feind zu täuschen, und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Jetzt mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil. Ich habe den Orden geschaffen, um die Dämonen zu bekämpfen. Reichen Schwerter und Kugeln denn nicht? Solche Waffen gewinnen Kämpfe, keinen Krieg. Natürlich nutzen wir Gewalt, doch wir nutzen auch Informationen, Politik, Propaganda. Und ihr denkt wirklich, dass ihr etwas ausrichten könnt? Ausrichten? Wenn wir zusammenarbeiten, glaube ich, können wir sie besiegen. Also darum geht es hier. Ich soll euch helfen, die Dämonen zu bekämpfen, um die Welt zu retten. Hattest du dein Leben schon anders geplant? Naja, ihr scheint ja wirklich nett zu sein, aber ich bin eher ein Einzelgänger, arbeite alleine, vertraue niemandem, sowas in der Art. Ich glaube, du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Wenn du jetzt gehst, kann ich dich natürlich nicht aufhalten. Aber das wäre ein mächtiger Fehler. Nicht nur für dich selbst, für die Menschheit. Für die Menschheit? Ja. Warum sollte die mich interessieren? Lass mich dir bitte noch etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Wer du wirklich bist. Das war dein Zuhause. Daran erinnere ich mich nicht. Aber bald. Cat, öffne das Tor. Was machst du da? Unsere Welt und der Limbus liegen sehr nah aneinander. Sie berühren sich an manchen Orten, die wir als Spalte bezeichnen. Hier. In den Spalten können wir Tore zum und aus dem Limbus öffnen. Oh, stinkt ganz schön. Was ist in der Dose? Eine Mischung, die ich nach einem alten Wicker-Rezept gefertigt habe. Meersalz, Haifischöl, Eisenspäne, getrocknetes Eichhörnchensperma, Wolfshaar. Sehr lecker. Geh schon. Das Haus birgt Geheimnisse. Ich kenne meine. Du bist dran. Wie komme ich wieder zurück? Wir kümmern uns drum. Aber pass auf, kann gefährlich werden. Gefährlich gefällt mir. Ob das wirklich klappt? Es scheint ihm alles egal zu sein. Er ist unreif. Wie du, als ich dich gefunden habe. Alles klar. Da sind wir zurück im Limbus. Ich muss sagen, ich mag Filmsequenzen ja sehr. Aber nicht, wenn sie die Folge in die Länge ziehen. Und das war's damit sogar schon wieder. Ich glaube, wir sind sogar schon über die Viertelstunde wieder drüber. Nicht so schlimm. Ich bedanke mich wieder recht herzlich beim Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter. Wir... ja, müssen herausfinden, was es mit unserer Vergangenheit auf sich hat. Und bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal und ich auch.